Lieber Alexander, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt ist Fit mit Philipp. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid und wir gemeinsam aktiv hinein in den Tag starten. Freitag, wieder eine Woche, die zu Ende geht. Ich glaube, es ist die 49. Das heißt, wir haben immer lang bis zum Jubiläum. Gut, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Beginnen wir gleich mit der ersten Übung aktiv heute und zwar mit unserem Klassiker, dem Boxer. Ja, zunächst einmal nur unsere Arme zu bewegen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich schön ausdrehen. Somit mobilisieren wir auch unsere Ellbogengelenke schön nach vorne und die Profis unter uns, die können dann schon natürlich auch die Beine dazu nehmen. Aber wie gesagt, darauf zu achten, ja, nach vorne richtig schön ausdrehen, lang machen, um hier auch das Ellbogengelenk zu mobilisieren. Und dann natürlich auch die Beine dazu nehmen, damit wir ein bisschen in Schwung kommen. Genau. 1, 2, 3, 4, dann kann man probieren den Haken dazu, ja, dann wieder nach vorne die Gerade, dann wieder der Haken, es bleibt euch überlassen. Und wie gesagt, jeder von euch in seiner Bewegungsgröße, Geschwindigkeit, Intensität, ja, da werden schon einige dabei sein, die die Übungen seit Beginn an kennen, die werden schon richtig Gas geben wahrscheinlich, ja, und da kann man halt wählen, ja. Zack und wieder von unten der Haken und wieder nach vorne, zack und wieder. Und jetzt probiert einmal euch zu bewegen, von rechts nach links, ein bisschen nach vorne zu kommen, wieder zurück den Haken oder nach vorne, ja, Retour, genau, nach vorne, genau. Oder einfach nur in der Einsteigervariante einmal ein bisschen langsamer. Oder für die Damen und Herren, die sagen, oh, ist mir zu viel noch, genügt einmal nur diese Bewegung zu machen. Auch die geht schon richtig rein, ja. Nur nach vorne und da richtig schön ausdrehen. Oder dann probieren, die Beine mit einzubeziehen. Nach vorne, nach unten. Ja, da sind wir gleich richtig aufwärmt, da kommt der Kreislauf in Schwung. Ja. Und einmal noch zum Finale, werden wir ein bisschen schneller. Nach vorne, Lächeln aufsetzen, Körperspannung, die ist da. Okay. So, nächster Schritt. Wir gehen aufs Eis, obwohl, ich glaube, schon überall ist geschmolzen. Und zwar, wir beginnen zu skaten. Ja, rechts, links, Körperspannung, die ist da. Ganz langsam zunächst einmal. Und dann können wir hier mit der Bewegung größer werden. Ja, so zum Beispiel. Genau. Und eine, die auch immer bei uns mitturnt, und genau die Übung, die kennt sie ganz genau, ist die Olympiasiegerin über 1500 Meter im Eisschnelllauf. Und da haben wir ein Bild. Emesche Hunya, die müssten wir haben. Die hat gestern auch mitgemacht. Nein, das ist sie nicht. Das Viererbild ist es. Macht gar nichts. Ja, nein, das ist sie nicht. Das ist nicht die Emesche. Das letzte Bild, was gekommen ist, habe ich heute geschickt. Ja, wo ist denn? Da ist sie. Genau. 1500 Meter Olympiasiegerin Emesche Hunya, ja, und ich freue mich über die Übung, ja. Also das, gestern hat es mitgemacht, natürlich bei der sitzenden Variante, also schön langsam beginnen, ja, Einsteigervariante und dann natürlich größer werden und die Profis unter uns, die können richtig große Schritte da machen, Oberkörper leicht nach vorne geneigt und jetzt geben wir mal die Arme nach hinten. Genau, somit sind unsere Rückenstrecker noch mehr gefordert. Ja, und da fahren wir schon gemeinsam. Ja, wir gleiten dahin. Aber gehen wir, komm. Jetzt werden wir ein bisschen flotter. Zwischensprint, den wir einlegen. Richtig große, schöne Bewegungen. Atmung fließen lassen. Lächeln aufsetzen. Und wir werden schneller, so gut es geht. Einsteiger probieren auch da schneller zu werden in ihrer Bewegung. Ja? Oder wenn ich irgendwo anhaltet, einfach nur da probieren, ein bisschen das Tempo zu erhöhen. Ja? Jeder für sich. Sehr gut. Und gehen wir die letzten Meter gemeinsam. Atmung fließen lassen. Ja, gleich haben wir es. Sehr schön. Okay. Kurz einmal ausschütteln. Hui, jetzt sind wir richtig aufgewärmt, gell? Jetzt wird es schon langsam etwas wärmer. Und unsere Oberschenkel, die werden sich jetzt auch gleich freuen, denn wir gehen jetzt in die breite Grätsche und mit unserem Gesäß nach unten, Arme eventuell da vorne und bewegen uns jetzt von der einen zur anderen Seite. Das ist unsere Übung. Ja? Aufpassen, wenn ihr nach unten geht. Ja? Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Ja? Und dann richtig schön von der einen zur anderen Seite. Ja? Sehr fein. Genau. Ja? Das heißt, da stabilisieren wir wieder, da haben wir die Dehnung
aber wir kräftigen hier natürlich. Und das ist gut so, ja. Aufpassen, nicht mit dem Oberkörper so nach vorne und die Beine praktisch gestreckt, das ist kein Hocke, sondern nach unten gesehen und nach unten gehen, ja. Gesäß ist hinten und ich komme wieder zu euch. Und das macht ihr so gut es geht, ja. Einsteiger vielleicht einmal nur so, rechts, links, sehr gut. Fortgeschrittene werden größer und die Profis unter uns, die gehen richtig tief nach unten und bewegen sich. Genau, da bleiben wir dran, gehen wir, sehr gut, ja. Und jetzt machen wir noch 10 gemeinsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut. Wir kommen zur Mitte. Gehen langsam nach oben, schütteln einmal aus, atmen durch. So, jetzt wird es ein bisschen lockerer. Und zwar, wir kommen zu unserem Skifahrer, sage ich immer. Wir stellen uns praktisch schon hüftbreit hin, stellen uns vollstehend auf unseren Skiern, sind leicht natürlich abgewinkelt, ja, von den Beinen her. Und jetzt geht es von rechts nach links. Das heißt, wir stellen hier schön auf die Kante, die Zehnte mal beginnen ganz locker. Und währenddessen wir das tun, dann zeigen wir das Bild jetzt, das wir glaube ich schon vorher mal kurz gesehen haben. Da ist es schon die Uli aus Linz-Urfa und sie hat geschrieben, ich liebe es. Ja, mein Programm hat gesagt, für jeden Tag. Das ist gut. Ja. Ihr Programm. Ja. Nicht nur ihres, glaube ich. Ja. So, rechts, links. Ein bisschen größer werden von der Bewegung. Genau. Ja, rechts, links. Sehr gut. So, nächster Schritt. Wir kommen zur Mitte. Ja. Und jetzt probieren wir, auf die Zehenspitzen zu gehen und nach hinten auf die Fersen. Zehenspitzen, Fersen, genau, sehr gut. Da vielleicht einmal kurz zu halten, wenn es geht, da hinten ist gar nicht so leicht. Man kriegt dann ein bisschen das Übergewicht, so wie ich, hopsi, hopsi, hopsi. Und wieder nach vorne, ja, jeder für sich. Sehr gut. Ja, und nach vorne, retour. Ja, gut. So, und jetzt verbinden wir das Ganze. Wir gehen nach vorne. Wir gehen zur Seite, gehen nach hinten, Seite, vorne, Seite, vorne, genau, zack, ja, und nach vorne, genau. Und jetzt probiert einmal die Richtung zu wechseln, Richtungswechsel, ja, auch da, so gut es geht, sehr gut, okay. Gut, wir kommen zur Mitte, schütteln kurz aus. Jetzt machen wir ein bisschen was für unsere Balance, fürs Gleichgewicht, und zwar einen sogenannten Knieheber. Arme entweder so oder so, ja. Und wir heben unser Einbein an. Da müssen wir natürlich stabilisieren auf einem Bein. Und jetzt bewegen wir uns nach vorne. Kommen wieder zurück, heben hier an und wieder nach hinten. Hoppala, der darf sich wackeln. Da schon her, genau, so. Ja, gar nicht so leicht. Und wir gehen nach hinten. Na, das ist ein Tagerl, ich glaube. Ja, ich brauche schon das Wochenende. Und wieder nach oben. Ups. Konzentration. Und wieder. Zack. Okay, so. Dann natürlich machen wir einen Beinwechsel. Ja? Also entweder so oder so. Knie ist oben. Und jetzt probiert einmal so gut wie möglich es geht, nach vorne zu gehen. Einsteiger machen vielleicht nur diesen kleinen Bewegungsradius. Ja, Fortgeschrittene gehen ein bisschen weiter und die Profis halt so weit es geht. Und wir kommen wieder retour. Nach oben ziehen, Lächeln aufsetzen. Wir merken, unser Standbein ist da richtig gefordert. Das heißt, auch unsere Fußsohlenmuskulatur. Ja, und wieder. Zack. Und da kommen wir schon wieder nach oben. Ja, Körperspannung nie vergessen. Genau. Sehr gut. So, und das Ganze machen wir jetzt auch seitlich. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben da unsere Skistecken, geben die nach oben und bewegen uns jetzt einmal so von rechts nach links, pendeln wir von der einen zur anderen Seite. Gleich, also zunächst einmal kleine Bewegungsgröße und dann können wir schon schauen, ein bisschen größer zu werden. Ja, richtig schön zu pendeln, auszutarieren. Ein bisschen langsamer vielleicht in der Position verharren. Körperspannung haben wir aufrecht, genau. Hui, Standbein merken wir, ist richtig. Ja, heute gefordert.
Dann vielleicht für die Einsteiger beginnen einmal so. Fortgeschrittene ein bisschen weiter. Profis, soweit es geht. Einfach die Position einmal halten, zurückkommen und dann wieder die andere Seite zu machen. Genau. Ja, das macht jetzt jeder für sich. So, und ein Bild haben wir noch, und zwar der Dominik aus der Steiermark. Das schauen wir uns kurz an. Wo ist er? Der Dominik. Da ist er schon. Sehr brav. Ja. Ob jung oder alt, ich finde das Weltklasse, dass ihr alle mit dabei seid. Ja. Ja. Eine Seite so. Geht schon. Komm. Und wir probieren einmal jetzt. Schaut einmal, wenn es nur so geht, probiert ein bisschen weiter zu gehen. Hoppala. Ja, da muss man aus der Rennen. So, und dann rüber und einmal die Position zu halten. 3, 2, 1 und wieder retour. Und ihr seht auch bei mir, ja, es ist nicht jeder Tag gleich. In der Position verharren, halten, geht schon, ja, Lächeln aufsetzen, zurückkommen. Okay, so, wir schütteln aus. Nächster Schritt, den wir machen, ist Schwunggymnastik. Haben wir auch gesehen, das letzte Mal beim vor dem zweiten Durchgang WM-Slalom sind es oben gestanden, die Skifahrer, mit den Skistecken. Wir machen es anders, wir haben jetzt keine da. Und zwar, wir verwurzeln, lösen aus und beginnen einmal ganz locker hier unser Bein zu schwingen. Ganz locker zunächst einmal. Locker schwingen. Ja, ganz locker. Einmal durchatmen, denn der Höhepunkt des Tages, der kommt heute noch. Da wird es wieder richtig brennen. Schön schwingen. Genau. Ja, und jetzt werden wir probieren, dass wir größer werden hier. Nehmen auch unsere Arme dazu, schwingen mit. Ja, Schwunggymnastik, auch da wieder merken wir natürlich, unsere Fußsohle, die muss ausdrehen. Ja, Fußballen, Ferse ja, sind da gefordert. Okay, jetzt wechseln wir mal das Bein. Anderes Bein, auch da wieder gescheit verwurzeln. Klein beginnen. Genau, und dann ein bisschen größer werden. Mit dem Schwung. Hoppala. Oh, heute glaube ich, dabei wäre ich gut geschlafen. Und wir schwingen. Wir schwingen. Ja, sehr gut. Richtig schön schwingen, dass wir mit mir aufgewärmt sind für unsere Abfahrt, die in Kürze kommt. Ja, schwingen wir richtig schön. Atmung fließen lassen. Okay, gut, wir schütteln aus. So, Herrschaften, und jetzt stellen wir uns vor, wir sind schon kurz vom Start. Das heißt, wir aktivieren jetzt einmal unsere Nerven. Ja, gehen wir, komm, da klopfen wir richtig die Oberschenkel. Im Starthaus stehen wir drinnen. Wir machen uns bereit, Helm ist auf, Brille, alles ist da. Skischuhe sind zugemacht. Ja, okay, und ich glaube, Hans, du bist bereit, oder? Ja, ich weiß. Ein Hinweis ist falsch, mal ganz klar. Weil gemütlich wird die gerade da oben sicher nicht werden. Jetzt gibt es noch dazu, dass wir ein bisschen ein flaches Licht haben. Und die Streif ist ein Riesenunterschied, ob Sonnenschein oder eben diese Witterung, wie wir es heute haben. Aber sie ist bestens präpariert. Und das rocken wir jetzt. Yep. Und gehen wir. So, und jetzt geben wir uns die Streif, aber volle Wäsche. So, hin zur Mausefalle. Umlegen. Gute Richtung. Und yep, Bobby. 30, 40 Meter. Ja, durch die Kompression. Und fort. In das brutal vereiste Karussell. Rauf. Und jetzt stechen wir rüber. Ja, das haben wir herrlich erwischt. Da ist es eisig. Einfach Steilhang. Schnell rumlegen. Und runter Richtung Netz. Wir erwischen es. Gut. Wir haben die Höhe. Aber es wird trotzdem verdammt eng. Ja, eng ist es. Und wir bleiben dran, Herr Schaffner. Am Brückenschuss. In der Hocke unten. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Ja, gut. Jetzt sind wir im Schuss. Das machen wir. Wir sind mindestens so schnell wie der Hans. Dass der Ski so richtig rennt. Vor uns die Ohren schneißen. Das wird ein Sprung. Und circa 20, 30 Meter. Jetzt nehmen wir wieder Tempo auf. Runter. Und für euch zu Hause, wenn es extrem ist und es nicht mehr geht, dann macht ihr eine kurze Pause, geht raus aus der Hocke und dann wieder mit uns rennen, okay? Ja, guter sehr Satz. Gut. Vorbei an der Seitläufe. Doppel links. Entscheidende Kurve. Zum Schnellsein. Wir sind erster schnell. Schuss, Einfahrt. Ganz auf und drauf. Jetzt hin zum Tor. Genau so. Runter den Lerchenschuss. Die Bodensicht ist eigentlich recht gut. Was ich sagen. Ja, die Bodensicht ist gut.
Und jetzt geht's um die Ecken da vorne. Runde Linie. Hin zum Netz. Gehen wir, komm, das sind die letzten Sekunden, das haben wir gleich. Und? 30 Zipper, 30, gehen wir, komm. Genau vor uns. Wuhu! Kleiner Jump. Kompression. Und jetzt. Wow. Jetzt haben wir keine Zeit für Angst. Aber es geht brutal dahin. Jawohl. Und gehen wir, komm, ins große Finale. Wir bleiben unten, alle gemeinsam. Richtig schön die Hocke. Letzter Sprung. Ja. Und geht schon. Ja. Herrschaften, der Wahnsinn. Die Streif, immer wieder ein Erlebnis. Ja. Und zwei Abfahrten, glaube ich, werden wir noch machen. Ich habe jetzt geschaut, das große Weltcup-Finale in Lenzerheide ist zwischen 17. und 21. März. Das heißt, bis dahin werden auch wir am Freitag noch fleißig die Abfahrt fahren. Ja, denkt dran, Wochenende ist für die Damen und Herren, die es gerne nachtunen möchten. Es gibt die Möglichkeit in der ORF-TV-Dek. Aber ganz, ganz wichtig, geht's raus. Es soll die Sonne scheinen. Frische Luft, atmet's durch, bewegt euch im Freien. Ihr könnt die eine oder andere Übung, die wir hier ausführen, auch draußen machen, ja. Ihr werdet merken, es tut euren Körper gut, ja. Und wie immer natürlich, auch wenn das Wochenende kommt, ganz, ganz wichtig, trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen. Ich freue mich schon wieder auf Montag und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.